Stefan Prüfer, who is a professional in the space business, and he's going to give you a introduction to spacecraft control under the title of Space Ops 101. Okay, thank you very much for the kind introduction. Hello and welcome to Space Ops 101. My name is Sven Prüfer. I'm a mission planning engineer at the German Space Operations Center, which is a part of the Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. And I will give you a slightly biased introduction to spacecraft control. It's slightly biased because, first of all, I'm working for a particular space agency. And secondly, because we will look at... Erstens, natürlich, ich arbeite für eine bestimmte Raumfahrtagentur. Und zweitens ist das Ganze natürlich durch die Linse des Mission Planning Engineering betrachtet. Leider ist das Thema ziemlich groß, also werden wir nicht in der Lage sein, über alles zu reden. Insbesondere werden wir nicht über den Start sprechen. Ein Start ist ziemlich toll, ich würde echt mal einen im echten Leben sehen. Aber ich kann da nicht in so viele Einzelheiten gehen, denn es ist etwa ein sehr spezielles Thema. Wir werden auch nicht viel über menschliche Raumfahrt sprechen und auch nicht über Wiedereintritt und die Landung beim Planeten. Natürlich ist die Kombination aus diesem und der menschlichen Raumfahrt sehr toll zu sehen, aber da kann ich jetzt gerade nicht drüber reden. Also, stattdessen reden wir über eins der Hauptsegmente von Mission Operations. Insgesamt hat man drei Teile. Das Weltraumsegment, das ist alles, was tatsächlich in den Weltraum fliegt. Satelliten, Raumfahrzeuge und inklusive ihrer Nutzlasten, also alles, was es nach oben geschafft hat. Dann ist das Transfersegment, das ist das mit dem Starten. Und dann ist das Bodensegment. Wir werden hauptsächlich über das Bodensegment sprechen. Das ist das, was auf der Erde passiert, damit Raumfahrzeuge im Weltraum befehligt oder benutzt werden können. Also, das Bodensegment besteht wiederum aus einzelnen Untersystemen. Eins davon spielt die Hauptrolle, wenn du tatsächlich mit deinem Raumfahrzeug reden möchtest. Das sind die Bodenstationen. Dann müssen wir wissen, wo unser Raumfahrzeug ist. Und wo es hingeht. Das wird von der Abteilung Flugdynamik erledigt. Drittens, der Weltraum ist gleichzeitig sehr kalt und sehr heiß, also gibt es Strom und Hitze, Subsystem. Dann gibt es Ausrichtung und Bahnkontrolle, die dem Raumfahrzeug sagen, wo es hin soll und wohin es gucken soll. Dann reden wir mit dem Weltraum. Das ist das Empfangen und Interpretieren von Daten. Das ist TMTC. Und last but not least, die Missionsplanung. Die ist dafür verantwortlich, festzulegen, wann was mit dem Raumfahrzeug passiert. Also, der Talk folgt dem Lebenszyklus eines Raumfahrzeugs. Wir fangen mit dem Start und der frühen Operationsphase, kurz LEOP. Das heißt Orbit- und Flugdynamik und wie wir tatsächlich mit dem Raumfahrzeug reden. Dann geht es darum, unser Raumfahrzeug zu testen, zu validieren. Und dann geht es in die Routinephase, wo wir das mit dem Raumfahrzeug tun, wozu es ursprünglich gebaut wurde. Da inklusive ist Datenanalyse, Telemetrie, TMTC und die Missionsplanung. Und dann am Ende das Ende der Mission. Was auch immer wir mit dem Ding tun, wenn wir es am Ende loswerden wollen. Also, alles fängt mit dem Start an. Na, nicht ganz. Davor die Vorbereitung. Eine ziemlich lange Vorbereitungsphase. Da will ich jetzt nicht genau drüber reden, aber das kann schon 2 Jahre dauern vor dem Start, bis alles vorbereitet ist, damit alles ruhig und geregelt läuft. Dann wird das Raumfahrzeug an der Rakete befestigt, in den Weltraum geflogen und da von der Rakete getrennt.
Von diesem Moment an fliegt das Raumfahrzeug für sich selber und wir müssen es kontrollieren. Allerdings wissen wir nicht genau, wo die Firma, die den Start zu verantworten hat, das Raumfahrzeug hintut. Also entweder auf dessen endgültige Umlaufbahn oder eine Transferumlaufbahn, die es ihm erlaubt, in seine endgültige Umlaufbahn zu kommen. Während dieses Starts gibt es ein zweites Kontrollzentrum und das ist das für das Raumfahrzeug. Das hier ist das Control Room K1 des Deutschen Raumfahrtoperationszentrums und es sieht so aus, wie man einen solchen Kontrollraum erwartet. Viele große Bildschirme, jeder hat 4. Es gibt große Bildschirme, wo man sehen kann, was passieren soll. Und viele kleine gelbe Schilder. Diese gelben Schilder zeigen an die Position der Operateure und Ingenieure an, die dort sitzen. Hinten in der Mitte sieht man eine Position, die Flight Director heißt. Der Flight Director hat das Sagen. Wenn jemand eine Entscheidung fällt, ist er, der diese Entscheidung bestätigt und die Umsetzung befiehlt. Direkt nachdem das Raumfahrzeug von seinem Startmittel getrennt wurde, übernimmt dieser Kontrollraum. Es gibt aber ein paar kleine Subtilitäten. Direkt nach der Trennung ist das Raumfahrzeug irgendwo. Wir wissen ungefähr, wo es ist, wir haben das ja geplant, aber wir wissen nicht die genaue Position. Wir müssen erstmal das Signal anpeilen, das Ding im Raum finden und eine Verbindung herstellen. Dazu müssen wir erstmal über Orbitalmechanik sprechen. Also, warum fällt ein Raumfahrzeug nicht runter? Wenn man sich die ISS anguckt, die fliegt in einer Höhe von ca. 300 bis 400 Kilometer. Dort ist die Schwerkraft der Erde ungefähr 90% derer auf der Oberfläche. Das heißt, man braucht eine gewisse horizontale Geschwindigkeit, um nicht auf die Erde zu fallen. Circa 7,9 Kilometer pro Sekunde braucht man in der Höhe dazu. Wenn man ein bisschen höher ist, in einer höheren Umlaufbahn, braucht man weniger Geschwindigkeit. Also wir müssen uns sehr schnell bewegen. Zweitens, wir müssen wissen, in welcher Entfernung unser Raumfahrzeug fliegt. Das hier ist offensichtlich die Erde. Das folgende Bild ist tatsächlich ungefähr maßstabsgetreu. Ein möglicher Ort ist die niedrige Erdumlaufbahn. Das ist die Region unter ungefähr 2000 Kilometern. Das ist aber schon etwas hoch. Häufiger sind Höhen so zwischen 500, 600, 700 Kilometern. Hier findet hauptsächlich Wissenschaft statt, insbesondere die Beobachtung der Erde. Wir haben viele, viele Satelliten, wissenschaftliche Satelliten, die versuchen Bilder zu machen bei verschiedenen Frequenzen. Und hier wird auch Beobachtung gemacht im militärischen Sinne. Dann gibt es die mittlere Erdumlaufbahn. Der Kreis hier ist bei 20.000 Kilometer Höhe und dieser Höhenbereich wird hauptsächlich für Navigation und Satelliten benutzt, also GPS oder Galileo, die Euro-Version davon. Dann gibt es den geostationären Orbit, der ist bei 35.786 Kilometer. Und wurde deswegen ausgesucht, weil die orbitale Periode, das heißt, die Zeit, bis der Satellit einmal um die Erde fliegt, genau 24 Stunden ist. Das hat den Vorteil, dass der Satellit sich synchron mit der Erde bewegt, sodass der Satellit scheinbar immer aus Sicht der Erde über derselben Position steht. Das ist besonders wichtig für Fernsehsatelliten, denn, naja, stellt euch vor, ihr müsstet eure Satellitenantenne immer die ganze Zeit nachführen, weil der Satellit sich bewegt. So müsst ihr sie noch einmal ausrichten und dann passt das. Okay, und da findet man auch häufig Kommunikationssatelliten aus demselben Grund, denn wir wollen eine feste Position, auf die wir unsere Antennen ausrichten.
Dann gibt es ein, um dahin zu kommen. Kann es sein, dass der Launch Provider uns auf einen Transferorbit setzt? Der sieht nicht wie ein Kreis aus, sondern eher wie eine Ellipse. Und in einem solchen Fall müssten wir noch zusätzliche Manöver fliegen. Wir sind auf dem roten Kreis, wir fliegen nach draußen und irgendwann berühren wir den geostationären Orbit, also den schwarzen. Aber damit wir nicht wieder zurück zur Erde fliegen, müssen wir beschleunigen. Das ist ein Manöver, das wir durchführen müssen am Anfang der Mission. Die Abteilung, die sich darum kümmert, ist Flight Dynamics. Deren Aufgaben sind Feststellung des tatsächlichen Orbits. Oft kann man den Satelliten fragen, wo er ist, denn er hat GPS an Bord. Oder Galileo. In der niedrigen Erdumlaufbahn weiß der Satelliten, wo er ist. Oder man kann das Ganze über Entfernungsmessung machen. Wenn man den Orbit hat, will man wissen, wo er in Zukunft sein wird. Also wird die Umlaufbahn in die Zukunft weitergerechnet. Jetzt müssen wir Manöverberechnungen ausführen, um auszurechnen, wo wir sind und in welche Richtung man Gas geben muss, damit man die richtige Umlaufbahn erreicht. Man muss den Satelliten auch sehen, um mit ihm reden zu können. Die Flugdynamik kann die Zeiten und Positionen oder respektive die Richtungen rechnen, wo der Satellit sein wird. Ihr seht, alle diese Aufgaben sind sehr mathematisch. Und das heißt, man braucht halt einige Tools, Werkzeuge, welche auch, sagen wir mal, schlachterprobt sind. Und das wird halt in einer der häufig benutzten Programmiersprache ist Fortran, weil die für mathematische Dinge sehr gut geeignet ist. Und das hat sich bewährt und so weiter. Es ist sehr gut, es funktioniert sehr gut und niemand möchte da was anderes nutzen. Gehen wir mal zurück in den Kontrollraum. Wir haben mit der Flugdynamik gesprochen. Die haben uns gesagt, der Satellit wird zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein. Nehmen wir jedenfalls an. Dann müssen wir jetzt eine Kommunikation mit dem Satellit herstellen. Dazu brauchen wir eine Bodenstation. Das Bild, das ihr hier seht, ist eine Bodenstation in Weilheim in Bayern. Das ist quasi unsere Hauptbodenstation. Diese weiß, wo der Satellit sein sollte zu einer bestimmten Zeit über dem Horizont und versucht dann Kontakt herzustellen. Diese erste Kontaktaufnahme wird First Contact genannt und das ist natürlich ein sehr wichtiger Moment. Sobald diese Verbindung hergestellt wurde, werden diverse Dinge durchgeführt. Zuerst gibt es einen Download oder Downlink von Daten, also Telemetriedaten. Das ist der aktuelle Status des Raumfahrzeugs, weil wir wollen ja sicher sein, dass das Raumfahrzeug effektiv funktioniert nach dem Start. Und später wird auch Payload-Daten heruntergeladen, zum Beispiel Bilder oder was auch immer der Satellit halt messen soll oder tun soll. Und dann gibt es auch Uplink, also das Hochladen von Daten, zum Beispiel Befehle, was der Satellit tun soll. Das kann aber auch Software-Updates beinhalten. Das andere, was die Bodenstation tun soll, ist Ranging. Das heißt, man schickt ein Paket, also ein Datenpaket zum Satellit. Der Satellit wird antworten und diese beiden Signale gehen mit Lichtgeschwindigkeit und wenn man genau weiß, wie lange der Satellit braucht, um die Antwort zu verarbeiten, dann kann man so ausrechnen, wie weit er von der Bodenstation weg ist. Wenn man das mehrmals hintereinander macht,
sieht man eine Art ein Distanzprofil und aus diesem kann man dann die Umlaufbahn errechnen. So, schauen wir uns nochmal von der Erde aus das an. In diesem Bild sieht man am Nordpol quasi eine Bodenstation. Wir haben einen Satelliten, die Maßstab ist nicht maßstabgetreu. Und dieser Satellit fliegt jetzt 600 Kilometer über den Boden. Das kann man so skalieren, wie es gezeichnet ist. Die Signale der Bodenstation müssen jetzt durch die Atmosphäre, werden ein bisschen gedämpft. Also haben wir nur einen endlichen Bereich, wo die Bodenstation den Satelliten erreichen kann. Die ist hier in Rot eingezeichnet. Und das ist halt nur an einem bestimmten Teil der Umlaufbahn gegeben. Also in Zahlen heißt das, wenn wir einen Satelliten 600 Kilometer Höhe haben, dann braucht er ungefähr 90 Minuten, um einmal um die Erde zu umrunden. Und man kann ungefähr 10 Minuten lang mit einer bestimmten Bodenstation mit diesem Satelliten kommunizieren. Das heißt, wir alle 90 Minuten sehen wir den 10 Minuten lang. Während dieser Zeit müssen wir all den Datentransfer, Downlink, Uplink erledigen. Leider ist es ein bisschen komplizierter, weil sich die Erde auch dreht. Diese Karte zeigt eine Projektion, wo der Satellit quasi durchfliegt. Das wäre die rote Linie. Und nach 90 Minuten ist der Satellit zwar wieder am selben Ort, aber die Erde hat sich natürlich auch ein bisschen gedreht. Darum sieht man halt dieses Muster und es ist nicht ein geschlossener Kreis nach 90 Minuten. Über Europa sieht ihr zum Beispiel das WHM mit dieser schwarzen Linie. Und ihr seht, dass man typischerweise zwei Kontaktmöglichkeiten hat pro Satellit, pro Umrundung, pro Periode. Und der dritte Bereich wäre, also der dritte Pfad des Satelliten wäre dann schon außerhalb dieses Bereichs. Dasselbe Bild nochmal vom Nordpol aus gesehen. Also es sind tatsächlich Kreise, ja. Das ist nur die Projektion, darum hat das vorher nicht rund ausgesehen. Also so sieht es effektiv aus, wenn man das sich ansehen würde aus der Luft. Das andere sind einfach die typischen Karten, die man typischerweise sieht. Jetzt haben wir unser Raumfahrzeug gefunden, möchten damit reden, also ein Signal senden. Also, welche Frequenzen könnten wir denn dafür benutzen? Zuerst sehen wir, dass es vor allem Wasser, also dass es unter anderem Wasserdampf hat in der Atmosphäre und das absorbiert einen Teil des Frequenzspektrums. Bei 2,4 GHz geht das so einen Peak und das heißt jetzt für uns, dass wir unsere Frequenzen beschränken möchten auf zum Beispiel kleinere Frequenzen, dann hätten wir zum Beispiel eine höhere Reichweite, aber weniger Datenrate. Für Raumfahrzeuge werden meistens der untere Teil des Graphs gezeichnet, also vielleicht noch tiefer als jetzt hier gezeichnet ist, unter 10 GHz. Zum Beispiel kann man UHF, also BA 430 MHz nutzen. Das ist so eine typische Amateurfunkfrequenz. Das L-Band 1 bis 2 GHz. Das ist die Hauptfrequenz von den GPS-Satelliten zum Beispiel. Dann gibt es das S-Band. Das ist auch ein typisches Frequenzband für 2 bis 4 GHz, welches für die Telemetrie und die Befehle genutzt werden. Das ist sehr wichtig für uns. Dann gibt es das X-Band. Das ist ja noch höhere Frequenzen, also eigentlich für höhere Datenraten geeignet. Und das wird dann halt für große Payloads, zum Beispiel Bilder und so weiter, verwendet.
Es wird auch für Missionen im Deep Space genutzt. Es gibt dann noch das KU-Band für Fernsehsatelliten und das KA-Band. Das ist ein bisschen über dem Wasserdampfabsorptionsmaximum. Das wird für diverse Applikationen mit hoher Datenrate verwendet, aber ist mechanisch wieder schwierig. Wegen den direktiven Antennen ist das nicht trivial und wird das Geld verwendet. Wenn wir jetzt eine Frequenz fixiert haben, dann muss man natürlich ein Signal modulieren, um zum Satelliten zu senden. Das benötigt auch ein gewisses Level an Fehlerkorrektur, aber das schauen wir uns jetzt nicht im Detail an. Aber es gibt sehr spezifische Standards für Raumfahrt, welche benutzt werden, welche diese Fehlerkorrektur sicherstellen. Im Kontrollraum sind wir jetzt sehr glücklich. Wir haben unsere erste Acquisition gemacht. Jetzt, das ist das, wenn die Leute immer Applaus hören. Und jetzt gibt es ein paar Sachen, die noch zu tun sind. Jetzt geht nämlich die Arbeit los. Zum Beispiel, der Satellit lief auf Batterien während des Starts und danach. Aber er braucht natürlich neuen Strom und deswegen muss man Solarpaneele ausklappen. Das wird während des LEOPs gemacht. Gleiches gilt für Antennen. Ich habe euch verschiedene Frequenzbänder gezeigt und normalerweise haben Satelliten mehrere Antennen und nutzen mehrere Bänder für unterschiedliche Aufgaben. Befehle können zum Beispiel über das S-Band übermittelt werden, aber Datendownlink der Nutzlast wird vielleicht über das S-Band gemacht. Dafür braucht man noch eine Antenne, die natürlich ausgeklappt werden muss. Das ist jetzt auch, wenn wir die Transfermanöver machen, um in den finalen Orbit zu kommen. Und es werden andere Teile angeschaltet, zum Beispiel Star Tracker. Star Tracker sind Kameras, die Fotos des Himmels machen, der Sterne, und sie mit einer auf dem Fahrzeug befindlichen Datenbank von bekannten Sternpositionen vergleichen. Und so kann das Raumfahrzeug herausfinden, in welche Richtung diese Kamera zeigt. Wenn Sie wissen, wie ein Star Tracker, wenn bekannt ist, wie der Star Tracker auf dem Raumfahrzeug montiert ist, weiß man dann auch, wie das Raumfahrzeug orientiert ist. Das ist gut, wenn man Bilder machen will, denn dann weiß man, was man tatsächlich vor der Linse hat. Etwas anderes, was jetzt gerne angeschaltet wird oder auf Geschwindigkeit gebracht, sind Reaktionsräder. Es sind im Prinzip Kreisel, die sich sehr, sehr schnell drehen. Man dreht sie hoch und das stabilisiert das Raumfahrzeug. Denn man will ja die Rotation des Raumfahrzeugs in den meisten Fällen direkt kontrollieren. Also, jetzt hoffen wir, dass alles wunderbar geklappt hat. Wir haben das Ding gestartet. Aber es klappt nicht immer alles so, wie es sollte. Also ein Beispiel. Das ist TV Set 1. Naja, ich habe kein Bild, aber es war ein deutscher Fernsehsatellit von 1987. Alles hat so funktioniert, wie wir es gesagt haben. Also First Acquisition, Telemetrie. Aber die Solarpaneele waren nur teilweise ausgeklappt. Und das Problem mussten wir diagnostizieren und so schnell wie möglich reparieren. Also das Erste, was wir wissen müssen: Wir können nicht allen Daten trauen, die wir kriegen. Wir müssen irgendwie bestätigen, dass das, was wir sehen, tatsächlich so ist. Zum Beispiel im Fall von so einem Solararray können wir prüfen, wie viel Energie aus dem Ding rauskommt. Ist es deutlich weniger als erwartet, wenn es ordentlich ausgeklappt ist? Stellt sich raus, ja, wir haben nicht genug Strom. Zweitens, jetzt kann man einen manuellen Befehl zum Ausklappen geben. Es kann sein, dass das automatische Ausklappen nicht funktioniert hat, also haben wir es einfach nochmal versucht. Leider hat das nicht funktioniert. Also es schien immer noch eingeklappt. Jetzt denkt man also, was machen wir denn jetzt? Und man fragt erstmal den Hersteller des Satelliten. Der Hersteller sitzt
sogar auch im Kontrollraum während der LEOP-Phase. Es wird viele Fragen geben und dann braucht man jemanden vor Ort. Sie, beziehungsweise die Leute, die den Satelliten bedient haben, haben verschiedene Tests vorgeschlagen, um rauszufinden, was los ist mit den Satelliten. Es gibt zwei Dinge, die wir probieren konnten. Entweder den Satelliten so orientieren, dass er in einer 45 Grad Winkel zur Sonne ist und dann anfangen, ihn zu drehen. Wenn man das vorsichtig macht und den Stromoutput der Solararrays misst, dann kann man den Winkel, in dem die Solarpaneele ausgeklappt sind, relativ gut schätzen. Wir haben das gemacht und wir haben herausgefunden, überhaupt nicht ausgeklappt. Weniger als 2 Grad. Das ist ein Problem. Dann haben sie verschiedene andere Tests gemacht und kamen zu einem möglichen Problem. Und zwar die hier gezeigte schwarze Kiste, die das Array am Satelliten festhalten während des Startes, könnte noch da sein. Eigentlich hätten sie entfernt werden sollen oder abfallen sollen und dann hätte das Solararray ausgeklappt. Aber es sah so aus, als wären sie noch da. Eins, was man dann probieren kann, ist nochmal den Satelliten zu rotieren und zwar so, dass diese Klammern einen kleinen Schatten auf das Solararray werfen. Das würde das Energieoutput noch weiter reduzieren, nur ein kleines bisschen, was man vielleicht messen kann. So kann man bestätigen, dass sie noch da sind. Stellt sich raus, das war nicht wirklich gut zu messen, also es hat nicht funktioniert. Aber wir waren sich immer noch einig, es waren die Klammern. Wenn man das Problem einmal diagnostiziert hat, will man es lösen. Also, wie lösen wir das Ganze? Hier kann man einfach seiner Kreativität folgen und allen möglichen Lösungen entwickeln, die man leider nicht ausprobieren kann. Eine Möglichkeit ist, wir erhöhen die Umdrehungsrate, sodass wir eine sehr hohe Zentrifugalkraft haben und so vielleicht die Klammer lösen. Andere Möglichkeit ist, mit dem Haupttriebwerk das Raumfahrzeug zu beschleunigen, pulsierend, um so eine Resonanz anzuregen in den entsprechenden Teilen. Hoffentlich löst es sie dann. Eine andere Möglichkeit ist, das Raumfahrzeug ihm zu befehlen, sich aufzuheizen oder abzukühlen und so die Verbindung zwischen Panel und Klammer zu lösen. Letzte Möglichkeit ist, warum übertreiben wir es nicht? Wir klappen eine Antenne aus. In diesem Fall war es die Hauptantenne, die unter den Solarpanelen festgeklemmt war. Und wir haben versucht, sie aufzuklappen und haben gehofft, dass die dadurch entstehende Kraft das Solararray auffaltet. Leider hat nichts davon geklappt. Unser Versuch, diesen Satelliten zu rechnen, war nicht erfolgreich. Unser Hauptproblem war, dass es ein Fernsehsatellit war, der wirklich die Hauptantenne braucht. Und die Antenne konnte natürlich nicht ausgefahren werden, weil das festsitzende Solarpanel sie blockiert hat. In diesem Fall hat es nicht funktioniert, aber meistens klappt es. Es gibt manchmal auch sehr interessante, sehr kreative Lösungen zu allen möglichen Problemen, damit das dann alles wieder läuft. Wenn wir unser Raumfahrzeug einmal in einem sicheren, stabilen Status haben, beenden wir LEOP und testen die Eigenschaften des Raumfahrtsteuers. Das nennt sich Commissioning oder On-Orbit-Testing. Das dauert im Allgemeinen länger als LEOP. Es kann mehrere Monate dauern, je nachdem, was für eine Mission es ist. In diesem Fall, das ist die Phase, in der man die Nutzlast tatsächlich anschmeißt und verifiziert, ob sie funktioniert, wie man es erwartet hat. Im Bild seht ihr einen geostationären Kommunikationssatelliten. Seine Hauptnutzlast sind die Kommunikationsarrays, also die Antennen insbesondere. Hier könnte man einfach prüfen, ob die Antennen ordentlich funktionieren. Während des Starts werden sie natürlich durchgeschüttelt. Es ist schon ziemlich hart. Also lieber sicherstellen, dass sie danach ordentlich funktionieren. Eine Sache, die man tun kann, ist den Satelliten auf die Bodenstation ausrichten und messen, wie stark das Signal ist, was man empfängt.
dann bewegen, Signal messen. Und so erhält man so eine Art Muster der Abstrahlung der Antenne. Das ist eine Eigenschaft dieser bestimmten Antenne, die man dann vielleicht später nutzen kann. Was anderes, was man macht, ist die redundanten Bauteile prüfen. Also bei einer Erdbeobachtungsmission muss man wissen, wo man hinguckt. Man braucht ein GPS und einen Star-Tracker. Wenn das fehlschlägt, hat man offensichtlich ein großes Problem, denn plötzlich weißt du nicht mehr, wo sein Satellit Fotos von macht oder Bilder. Im Allgemeinen gibt es hier aber viele Redundanz auf Satelliten. Es gibt zwei GPS-Empfänger. Es wird zwischen ihnen hin und her geschaltet. Und in dieser Phase wird geprüft, dass sie beide ordentlich funktionieren. Also, nehmen wir an, wir haben das gemacht und alles funktioniert so, wie es sollte. Dann fangen wir an mit der Routinephase. Die Routinephase ist gewissermaßen die Hauptphase der Operation. Das ist, wenn die Experimente stattfinden oder die Kommunikationsdienstleistungen angeboten werden oder was auch immer es ist, was man vorhat. Dieses Bild ist eins der Terrasat Tandem X-Mission. Das sind zwei Radarsatelliten, die in der niedrigen Erdumlaufbahn fliegen. Und die können dreidimensionale Karten vom Boden machen, indem sie ein Radarsignal aussenden und wieder empfangen. Weil sie in so großer Nähe und so enger Formation zueinander fliegen, bekommen sie ein Stereogramm, was 3D-Informationen enthält. In der Routinephase befiehlt ein Wissenschaftler, dass bestimmte Daten oder Bilder aufgenommen werden, vielleicht online. Und das Kontrollzentrum befiehlt das dann. Die Daten werden heruntergeladen auf die Erde und werden dem Wissenschaftler übergeben. Das ist also die Hauptphase. Und also in diesem Bild seht ihr ein Bild einer amerikanisch-deutschen Mission. Da ging es um, also das waren zwei Satelliten, die hatten einen Laserlink oder Mikrowellenlink zwischen sich. Und das Ziel war, das Gravitationsfeld der Erde genauer zu vermessen. Und da gab es auch einen Vortrag über die Nachfolgemission, dann später. Und in dieser Phase muss man das Raumfahrzeug natürlich überwachen. Funktioniert noch alles, wie es soll? Man muss es eventuell anpassen für neue Missionen, für neue Teile der Mission, neue Voraussetzungen, die Mission geben möchte. Und eventuell muss man dafür neue Software hochladen. Etwas anderes, wo wiederum ein anderes Problem ist, dass das Raumfahrzeug halt älter wird. Zum Beispiel kann die Batterie schwächer werden mit der Zeit. Und da muss man sich daran anpassen. Also wenn man weniger Leistung zur Verfügung hat, dann muss man zum Beispiel weniger oft Daten aufnehmen und das muss man halt ständig überwachen und entsprechend sich anpassen. Wie funktioniert dieses Monitoring? Das ist ein Teil des TCTM bzw. Datensystems. Die Idee ist, dass das Raumfahrzeug diverse Eigenschaften misst und zur Erde schickt. Also wir haben da zum Beispiel Serien von, also hier haben wir zum Beispiel die Temperatur eines bestimmten Teils. Aber denkt daran, wir haben das nicht live, sondern wir können das nur ab und zu herunterladen und dann kriegen wir große Datenmengen auf einmal. Okay, also das beschreibt jetzt diesen Zustand dieses Raumschiffs und das können bis zu 20.000 sehr, sehr viele Datenpunkte sein, die man da messen möchte, haben möchte. Stell dir vor, wenn man etwas einmal in der Sekunde misst für mehrere Jahre, das gibt sehr viele Daten, sehr schnell sehr viele Daten und die kann man halt sehr gut
analysieren, man kann Anomalien finden in den Daten, quasi so Probleme schon im Voraus erkennen. Was man auch macht, ist, also man muss es irgendwie in einer Offline-Datenbank speichern, weil diverse andere Teilsysteme möchten diese Daten halt auch verwenden. Dies ist ein Beispiel für Telemetrie, eine Telemetrieansicht. Das ist eine Software, die wir verwenden, die heißt Geckos. Und man sieht hier diverse Telemetrie-Pakete, die wir erhalten haben. Es gibt Bestätigungen, dass eine bestimmte Checksumme korrekt war, dass man einen Ping erhalten hat und dass der auch beantwortet wurde. Alles hat Zeitstempel und so kann man das sehr genau nachvollziehen. Sobald man den Zustand des Raumfahrzeugs kennt, kann man ihm einen Befehl geben, zum Beispiel, das sind eben diese TC-Befehle. Auf diesem Bild sieht man einige Befehle, welche ausgeführt wurden, und aber auch andere, welche noch ausgeführt werden müssen. Zum Beispiel im oberen Teil des Bilds sieht man die Pings, welche aber nicht beantwortet wurden. Aber der letzte wurde beantwortet, also 4 wurden nicht, die anderen wurde. Der Operator kann zum Beispiel schon Befehle vorbereiten und diese dann relativ schnell ausführen. Das ist der untere Teil. Das ist natürlich sehr spezifisch für jedes Raumfahrzeug. Teilweise werden die vom Hersteller angeboten oder zur Verfügung gestellt. Und man muss natürlich das auch verstehen, was man da alles machen kann. In der Regel wollt ihr eigentlich nicht nur ganz kleine Dinge, atomische Dinge machen, sondern eine größere Aktion, also zum Beispiel Telemetrieprüfung. Und das fasst man dann zusammen als Flight Operation Procedure. Also quasi ein Bündel von Dingen, welche auf dem Raumschiff, auf dem Raumfahrzeug ausgeführt werden sollen. Was auch wichtig ist, wie ich erwähnt habe schon mehrmals, man sieht das Raumfahrzeug nicht immer. Man kann ihm nicht immer Befehle senden. Und darum schickt man quasi für jeden Befehl auch einen Zeitpunkt mit, wann das der Befehl ausgeführt werden muss. Diese nennt man TTC. Diese Befehle, Art von Befehlen. Das ist jetzt zum Beispiel ein TTC für ein Manöver, also zur Zeit T0 wollen wir ein bestimmtes Manöver durchführen, zum Beispiel das Raumschiff bewegen. Das heißt, wir müssen vorher aber prüfen, ob sich das Raumfahrzeug in einem bestimmten Zustand befindet. Dann muss man zum Beispiel vorheizen. Dann kann man weitere Telemetrie einschalten. Also zum Beispiel, stell dir vor, man würde den Debug-Modus einschalten, dem Raumfahrzeug sagen, dass es euch mehr Daten geben soll. Und dann das eigentliche Einschalten des Brenners, das wird sehr, sehr fest vibrieren und viele Alarme würden losgehen. Darum schaltet man die vorher aus. Irgendwann wird dann auch tatsächlich gezündet. Und irgendwann muss das auch wieder gestoppt werden. Und für den Fall der Falle macht man in der Regel auch ein zweites Stopp-Kommando, damit tatsächlich die Hauptthrusters wieder ausgeschaltet werden und den ganzen, alles was man umgestellt hat, quasi wieder zurückstellen in den alten Modus. Und diese Serie könnte man jetzt hochladen, als während einer bestimmten Zeit, wo man Uplink hat, und dann später automatisch ausgeführt. Dieses Manöverding, was ich beschrieben habe, das nennt man Missionsplanung.
Es ist etwas der weniger bekannten Subsysteme. Das ist quasi der Punkt, wo man zwischen automatischer und manueller Kontrolle umschalten muss. Also wenn wir zum Beispiel Bilder aufnehmen möchte, der Satellit soll eine bestimmte Region aufnehmen, dann muss man das quasi reservieren und das wird halt vom Missionsplanungssystem gemacht und da gibt man dann Feedback zu den Wissenschaftlern und so weiter. Und der Telecommand Operator soll dann zu einer bestimmten Zeit das ausführen. Allerdings, wegen dieser ganzen kleinen Probleme, die man immer mal haben kann, kann man nicht alles automatisieren. Es gibt eine gewisse Menge an manueller Befehlsausgabe, die immer noch gebraucht wird. Zum Beispiel aufgrund dieser ganzen Seltsamkeiten. Das Missionsplanungssystem wird intern dafür genutzt, Aktivitäten aneinander zu reihen auf eine sich nicht widersprechende und konfliktfreie Art und Weise. Um die Daten runterzuladen, muss man das Bild zum Beispiel machen, bevor man es downlinken will. Das sind zwei Aktivitäten, die in einer bestimmten Reihenfolge stattfinden müssen. Aus diesen Aktivitäten, die von Wissenschaftlern angefordert wurden, macht das System eine Timeline, die dann allen gegeben wird, die wissen, was das Raumfahrzeug macht. Hier ist ein Beispiel. Das ist eine Software, die wir verwenden. Sie nennt sich Pinter und zeigt auf der X-Achse die Zeit. Und oben sieht man diese schwarzen und weißen Dinger. Das sind tatsächlich Finsternisse. Man sieht hier, wenn das Raumfahrzeug in der Sonne ist und wann nicht. Darunter sind geplante Experimente, aber eins von ihnen ist teilweise in einer Finsternis geplant und es hat die Anforderung, dass es dann nicht stattfinden darf. Also schmeißt das System einen Konflikt. Das System identifiziert diese Konflikte und gibt die Informationen dem Wissenschaftler oder dem Bediener, damit man etwas dagegen machen kann. Etwas anderes, was man sehen kann, ist etwas anderes, worüber wir zu Anfang geredet haben. Man muss die Informationen vom Experiment downlinken, also braucht man dafür Gelegenheiten. Und hier kann man zwei von ihnen sehen. Das sind die grünen Linien vor dem blauen Hintergrund. Das ist die nächste Zeit, wenn der Satellit eine Bodenstation sieht und Resultate der vorherigen Experimente downlinken kann. Okay, also. Jetzt machen wir hier halbautomatisiert alle unsere Experimente, haben jede Menge wissenschaftliche Daten, aber irgendwann muss alles zu Ende gehen. Also muss man sich auch über das Ende der Mission Gedanken machen. Allgemein ist die Missionszeit eines Raumfahrzeugs vom Missionsziel abhängig. Zum Beispiel ein spezielles Experiment und das ist dann irgendwann durch. Es kann auch vom Orbit abhängen. Wenn man ein Raumfahrzeug hat in einer Höhe von 300 bis 400 Kilometern, dann wird es innerhalb von weniger als einem Jahr in die Atmosphäre herabstürzen. Wenn der Satellit über 700 Kilometer ist, dauert es mehr als 25 Jahre, bis der Satellit unten ist. In einer geostationären Umlaufbahn wird man tatsächlich niemals abstürzen. Dann gibt es noch etwas, hauptsächlich für geostationäre Umlaufbahnen, ist die begrenzte Menge an Treibstoff. Irgendwann kann man das Raumfahrzeug einfach nicht mehr in der Position halten, an der es ist. Also muss dann die Mission beendet werden. Für geostationäre Satelliten dauert das so ungefähr 15 Jahre. Für solche in einer niedrigen Umlaufbahn ein paar Jahre häufig. Oft kann aber die Lebensdauer deutlich erhöht werden, wenn man sehr vorsichtig ist mit dem Treibstoff und den nur mit Bedacht einsetzt. Also, was macht man denn jetzt, wenn das Ende der Mission erreicht ist? Hängt wieder vom Orbit ab. Bei einem Satelliten in einer niedrigen Erdumlaufbahn hält man etwas Treibstoff zurück, damit man ihn in eine noch tiefere Umlaufbahn verschieben kann.
sodass er innerhalb von 25 Jahren aus dem Orbit fällt und sich in der Atmosphäre zerlegt. Diese 25-Jahres-Frist wird heutzutage von der amerikanischen FCC und auch von der ESA vorgegeben. Man muss sein Raumfahrzeug höchstens 25 Jahre nach dem Ende der Mission entsorgen können. LEO-Satelliten kann man also aus dem Orbit nehmen. Aber es ist meistens nicht genug Treibstoff an Bord, um einen geostationären Satelliten zu entsorgen. In dem Fall erhöht man die Flughöhe um ca. 500 Kilometer und tut sie in einen sogenannten Friedhofsorbit. Den benutzt niemand für aktive Satelliten, also kann man sie dahin bringen und dort stören sie keinen. Dann kann man zurückblicken auf seine Mission, hat ein paar Jahre damit verbracht und hoffentlich hat alles ordentlich funktioniert, du hast viel wissenschaftliche Daten produziert, bist glücklich damit. Und damit möchte ich auch meinen Talk beenden. Also danke und genieß den Rest des Kongresses. Thank you. There's about 10 to 15 minutes left for Q&A. This works pretty simple. You walk to a microphone. Also es gibt Fragen und Antworten. Es ist relativ einfach. Geht zu einem Mikrofon und also es ist wirklich für Fragen, nicht für ja, mir hat der Talk sehr gut gefallen. Die erste Frage geht ins Internet. Unser Signalengel hat Twitter und IRC die ganze Zeit überwacht. Gibt es Fragen aus dem Internet? Er hat kein Mikrofon. Wir machen zuerst eine andere, jemand anders. Sein Mikrofon funktioniert leider nicht. Okay, ja, großartig. Test 1, 2, 3. Wäre es möglich, um zum Beispiel 4 Satelliten in einen geostationären Orbit zu bewegen als Kommunikationsrelais, so dass man immer Kommunikation hätte? Und würde man, warum macht man das nicht? Aha, das ist möglich und das wird auch gemacht. Also die ISS macht die meiste Kommunikation mit Relay-Satelliten und die werden von der NASA oder der ESA betrieben. Es gibt auch ein europäisches Datenrelay-System, das wird genutzt. Geld ist da natürlich immer ein wichtiger Faktor. Wenn man das System von jemand anderem nutzt, dann muss man das halt bezahlen. Und darum minimiert man das möglichst, sowas zu nutzen. Die nächste Frage ans Mikrofon 2. Frage aus dem Internet. Wie sieht es denn aus mit der Sicherheit dieser Protokolle, Verschlüsselung und so weiter? Da kann ich leider nicht allzu viele Details angeben, weil es nicht mein Fachgebiet ist. Die Telemetrie und so weiter ist typischerweise verschlüsselt. Also da wird viel Arbeit hineingesteckt, damit das so ist. Mit dem Payload, mit den Nutzdaten, die sind nicht immer verschlüsselt. Zum Beispiel sehr bekannt sind die Wettersatelliten. Die Daten von denen kann man einfach empfangen. Die werden einfach so geschickt als Klartext quasi. Mikrofon Nummer 1. Dankeschön. Du hast ein Beispiel gezeigt von einem Satelliten, der nicht funktioniert hat. Wer macht denn die finale Entscheidung? Wir berechnen das Projekt ab und also wer entscheidet das? Und in diesem Beispiel zum Beispiel dieser Satellit, ist er schon relativ lange da? Wo ist er jetzt? Ist er immer noch da? Also, ja, zwei Fragen. Wer entscheidet und was ist mit dem Satelliten passiert? Blieb er da? Der,
Ja, das, ich weiß es nicht im Detail, weil ich das noch nie selber mit dabei war. Aber ja, da gibt es halt viele Leute, die das entscheiden. Nicht nur der Flight Director. Zum Beispiel auch der, also Flight Director, der Project Investigator, welcher die, das ganze den wissenschaftlichen Teil betreut. Es gibt weitere Leute in der Organisation, welche das gemeinsam entscheiden. Und die zur anderen Frage. Man, also für den TV Sat 1, man konnte den ISEN noch immer noch kontrollieren. Also eine Möglichkeit wäre halt, in eine tiefere Umlaufbahn ihn zu versetzen, damit er irgendwann verglüht. Ich glaube, Sie haben es irgendwie. Ja, also inzwischen ist er sicher bereits in der Atmosphäre verglüht. Man konnte ihn zu einem gewissen Maß nutzen, aber also man konnte den Orbit noch verringern und ihn so entsorgen. Du hast erwähnt, dass man zum Beispiel eine Temperaturzeitserie hat und herunterladen kann. Wie findet man denn jetzt zum Beispiel Anomalien da drin? Also welche Methode wird verwendet, um Anomalien zu finden? Das, ja. Ich, also es gibt sehr viele Eigenschaften des Raumfahrzeugs und viele Indikatoren, dass etwas nicht mehr okay ist. Man sucht halt nach Hinweisen, dass etwas nicht funktioniert, weil es funktioniert ja immer noch alles, aber wenn wir zum Beispiel einen Durchschnittswert haben, der ist zwar immer noch unter einem gewissen Alarmwert, aber er wird langsam schlechter, dann kann man darauf, ja, ist das zum Beispiel so etwas, was man sehen kann. Also zum Beispiel Moving Average oder also in diesem konkreten Beispiel weiß ich jetzt gerade nicht, ob das eine Anomalie zeigt, etwas Bestimmtes zeigt. Ich glaube, das ist der Normalbetrieb. Ja, dass alles gut funktioniert hat. Nächste Frage vom Mikrofon 1. Du hast über Kommandos gesprochen, Kommandos senden. Diese Kommandos werden gesendet und vom Satelliten interpretiert. Und man kann zum Beispiel auch Binärdaten hinauf hochsenden. Also es ist so quasi eine Art Server-Seite. Also sendet man da quasi eine kompilierten Kommando oder einzelne Kommandos. Das ist eine Art eine API, welche der Satellit oder Satellitenhersteller einem gibt. Und also die Protokolle sind sehr effizient. Es wird einfach nur, also es wird geprüft, dass alles korrekt übertragen wurde und dann wird es ausgeführt. Also zum Beispiel schalte dieses Ding ein, diesen Teil der Maschine ein und also es gibt halt Fehler, Checks, Prüfsummen und so weiter. Und abgesehen von dem wird es aber sehr direkt ausgeführt. Manchmal muss man aber auch die Binärdaten hochladen. Stell dir zum Beispiel vor, etwas an deinem Satelliten bewegt sich ein bisschen, dann stimmt die Orientierung nicht mehr. Und das muss man jetzt in den internen Berechnungen neu, also quasi anpassen. Und dann müsste man eine Rotationsmatrix hochladen, die dann am richtigen Ort in den Onboard-Computer gespeichert wird. Die nächste Frage vom Mikrofon 4. Es geht um die Umlaufbahnen. Gibt es viel Weltraummüll? Und inwiefern ist also gibt es viel Weltraummüll, alte Satellitenteile und so weiter.
Ja, das heißt Space Debris, also Teile, welche zum Beispiel unsere Satelliten treffen könnten und beschädigen könnten. Ja, das gibt es. Da gibt es einiges davon. Man muss auch Manöver ausführen, um den manchmal auszuweichen. Es wird immer mehr und mehr. Also zum Beispiel vor einigen Jahren wurde ein Satellit von den Chinesen zerstört. Die wollten ihren eigenen Satelliten zerstören und das hat dann halt sehr viele Einzelteile, kleine Teile erzeugt. Jetzt hat man halt sehr viele kleine Teile, denen man ausweichen muss, anstatt einem großen. Und also man findet diese Daten auch online und die bieten auch den Dienst an, dass sie einem eine Mail schreiben, wenn der Satellit auf Kollisionskurs ist. Und könnte man das jetzt irgendwie verschieben, wäre die weitere Frage. Das kann ich leider nicht im Detail beantworten, nicht mein Fachgebiet, aber die ESA hat diverse Projekte und es gibt auch Konferenzen, was man gegen Weltraummüll, Weltraumteile machen könnte. Aber es gibt noch keine endgültige und gute Lösung, hoffentlich in ein paar Jahren. Die nächste Frage. Ich möchte etwas hinzufügen zu dieser Frage. Es wurde über das Kepler-Syndrom im LEO gesprochen. Du hast auch über die Friedhof-Orbits gesprochen. Gibt es quasi da ein zweites Kepler-Syndrom, ein bisschen weiter weg? Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage ganz verstanden habe. Also diese Friedhof-Orbits sind nur für geostationäre Satelliten, weil man sie in der Regel nicht herunterholen kann, sondern dann nimmt man sie halt weg. Die Frage ist nochmal, also machen wir uns damit ein neues Problem auf geostationären Bahnen? Ja, es gibt zum Beispiel auch Trümmer auf geostationären Bahnen, aber mit größeren Umlaufbahnen, dann hat das natürlich auch mehr Platz und damit nimmt die Dichte der Trümmer ab. Man hat nicht dieselben Probleme wie mit LEO. Mit LEO haben sich Trümmer angesammelt und zwar schneller, als man die aus dem Orbit nehmen konnte. Und ja, das passiert auf den geostationären Bahnen nicht und wird wahrscheinlich auch nicht sein. Ein Kommentar dazu? Also heutzutage nutzt man immer weniger geostationäre Orbits. Also auf lange Sicht wird das wahrscheinlich immer weniger ein Problem werden. Eine Frage aus dem Internet. Das IRC möchte wissen, ob es dir Sorgen macht, wenn SpaceX jetzt 5000 Satelliten starten will. Also SpaceX redet im Moment darüber, dass sie viele 5000 kleine Satelliten starten möchten. Ist das ein Problem? Ich habe keine Details über dieses Projekt, aber ich denke, sie haben über irgendwas von 4000 Kommunikationssatelliten geredet in tiefen Umlaufbahnen. Ich glaube, die sollten mit Lasern kommunizieren, also sollte das sie wollen ein laserbasiertes Kommunikationsnetzwerk erstellen und die Informationen darüber routen. Ja klar, das sind viele Satelliten, ich weiß nicht, wie hoch die sein werden, ob das Probleme verursachen wird, aber die FCC hat zumindest gesagt, dass es okay ist, weiterzumachen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Im Moment kann man es nicht genau sagen. Mikrofon Nummer 3, und das wird dann wahrscheinlich die letzte Frage sein. Ich
möchte wissen, betreffend Redundanz und Antennen, sind die Satelliten so gebaut, dass eine Antenne für eine Frequenz die Aufgaben einer Antenne von einer anderen Frequenz übernehmen kann? Zum Beispiel, also insbesondere in zwei Szenarios, wenn die Antenne, die eigentlich Befehle empfangen sollte, nicht funktioniert, könnte man dann zum Beispiel die Telemetrieantenne dafür irgendwie verwenden. Also auf dem Boden zum Beispiel kann man eine Antenne in der Regel umstellen auf verschiedene Frequenzen. Also auf der Bodenstation kann die Antenne mehrere Frequenzen. Auf dem Satelliten denke ich nicht, dass das wirklich gemacht wird. Aber man kann natürlich die Information gegebenenfalls umleiten auf andere Antennen. Das hängt halt sehr schon von der Bauart, von dem Bus, der Hauptbus der Satelliten ab. Einige haben das komplett getrennt, dann kann man das natürlich nicht irgendwie die Informationen hin und her routen. Und auf anderen Satelliten gibt es quasi einen Kommunikationsbus, wo man Informationen hin und her routen kann. Und dann könnte man das so machen. Damit kommen wir zum Ende des Vortrags. Einen großen Applaus für den Vortragenden. Auch wir möchten uns aus der Übersetzerkabine verabschieden.